Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Deck-Profile vorstellen. Ich habe jetzt hier erstmal meine drei Decks, die ich zurzeit habe. Demnächst kommt noch ein Bujing-Deck oder auch Bijou, wie ich das immer ganz liebevoll nenne. Wir sind nicht bei mir, wir sind woanders, aber wo wir sind, da stellen sich die Personen selber vor. Dieses Profilgedönse wird jetzt nicht alles an einem Tag gemacht, sondern an unterschiedlichen Zeitpunkten. Daher werden es wahrscheinlich dann unterschiedliche Hintergründe sein während des Videos und bla bla bla. Hört auf zu heulen. Ich stelle jetzt, wie gesagt, erstmal ein wunderschönes Winddeck vor, danach mein normales Drachendeck und dann mein weißes Drachendeck. Und ihr seht noch ganz, ganz viele andere Drachendecks. Wir sind keine Profis, das will man halt hier schon... Oh, schöne Hand hier, guckt euch mal die Hand an. Oh, ist die toll. Okay, das war jetzt das. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir sind keine Profis. Also sprich, in einigen Decks könnten Karten sein, die halt... nicht erlaubt sind und Karten, die nicht so viel bringen, aber in diesem Deck zum Beispiel habe ich gleich schon die obersten zwei, das erkläre ich aber gleich. Okay, sinnloses Schnittbild jetzt. Und da sind wir wieder zurück. Wir machen das jetzt erstmal so, wir schmeißen das mal... Oh, ich habe hier ein Mikrofon, Alter. mein sogenanntes Winddeck, was ich jetzt erstmal vorstelle, ich glaube, wir müssen mal näher ranzoomen. Das wäre, du kannst das ruhig ein bisschen, ja, genau. Die sinnlosen Karten, die ich jetzt drin habe, sind zum Beispiel nach dem Sturm und dieser Dracheneinheit Primus Plus, Pilus, die habe ich eigentlich nur wegen Wind und geflügeltes Ungeheuer, sind zwei unnötige Karten. Dann habe ich meinen Krähenschwan, was eigentlich ein finsternes Monster ist, aber alleine von diesem Effekt hier, dein Gegner wirft eine zufällige Karte einfach von der Hand ab. What the fuck, das ist mega cool. Muss man halt nur ein bisschen beschützen, man muss halt ein Monster opfern und hat nur 1-8 Verteidigung, man muss halt ein bisschen safen, aber es geht eigentlich ganz gut. Natürlich, Simorgh-Vogel der Göttlichkeit, einfach nur weil Bombe, ne? Es ist ganz klar, gehört in jedem Winddeck. Was ich dazu sagen soll, das Deck ist komplett selbst erstellt, also kein Structure-Deck oder sowas dafür verwendet. Dann hätten wir einmal... Simok habe ich ja schon hinter mir, dann Alpacaribu, auch Erde und Ungeheuer, aber durch den Effekt hier halt, solange in Angriffsposition Monster, geflügelten Ungeheuer, Insekten oder Pflanzen und auch nochmal das gleiche hier in Verteidigungsposition, finde ich halt mega sweet, deswegen muss drinne. Hayabusa, wieder so etwas, was eigentlich gar nicht reingehört, weil Erde und Krieger, aber es hat nur mal einen fucking Falke und Falken sind cool und deswegen drinne. What the fuck? Das gleiche hier auch nochmal, auch eine Karte, die man eigentlich eher rausnehmen könnte. Falco, der geflügelte Gelehrte, ist eigentlich ganz cool, wenn er ein Monster zerstört, wird das zurück aufs Deck gelegt, dann zieht er das Monster und muss es dann wahrscheinlich dann nochmal spielen, weil er nichts anderes hat und das ist dadurch, dass es das Monster zerstören kann, bringt das halt nicht viel und kann immer nur die gleiche Karte ziehen. Jägereule, super praktisch in einem Winddeck, 500 ATK für jedes Windmonster, da er selber Windmonster ist, hat er gleich 1500, also eigentlich eher praktisch. Adlerauge, wenn diese Karte erfolgreich, alle Fallenkarten werden nicht mehr aktiviert, finde ich ganz sweet, so ein bisschen Jinzo-Style, kann man reinmachen, einmal, reicht das glaube ich. Eher unnötig wieder, weil es halt wenige Angriffspunkte hat und sowas, aber ich hatte in dem Sinne jetzt keine anderen Karten drinne. Dann Schildflügel, einfach nur, weil der dreimal angegriffen werden muss, bevor er zerstört wird. Finde ich mega sweet. Wirbelwind, ganz klare Sache, zwar Wind und nur Fee, aber er kann halt zwei Monster geopfert werden als Tribut. Daher praktisch halt in einem Winddeck. Roch aus dem Dunstschleiertal. Einfach nur, weil ein bisschen Angriffskraft mit drinne und ansonsten hat das jetzt eigentlich keinen großen Wert dabei. Dann haben wir hier Nebeltal-Falke, ein bisschen Angriff, blöd ist, du musst halt ein Monster voropfern, das ist also auch eine Karte, die eigentlich herausgenommen wird. Oh, ich habe Adlerauge zweimal drin, schau an. Dann schneller Vogelmann Joe, einfach nur, weil ich den Namen cool fand.
ansonsten hat eigentlich gar keinen triftigen Grund drinnen zu sein. Okay, wenn Windmonster als Tribut angeboten wird, gib alle Zauberkarten den Händen der Besitzer zurück. Ist ganz sweet. Vielleicht mal ein bisschen weiter weghalten, dann wollen wir nicht so fokussieren. Garuda, der Windgeist. Eigentlich ganz cool, weil er halt nur, muss halt welche aus dem Friedhof halt opfern, aber ganz praktisch, um den hier mal ein bisschen zu specialen, um einfach mal schneller Monster zu kriegen. Richter Iatos, einfach nur, weil ich diese Karte unglaublich cool finde. Ich habe jetzt gerade mal nicht den, der muss halt ausgerüstet werden mit einer Zauberkarte, als Ausrüstungszauberkarte, und dann funktioniert der Effekt erst, aber ich finde mega sweet einfach nur. Shit happens. Razor, der Reiser der Sturmmonarch, einfach nur, weil er eine Karte auf dem Spielfeld zerstört, auf dem Deck zurückbringt. Einfach nur deswegen. Windbildnis, genauso wie Wunderkind, auch als zwei Tributmonster. Tornado-Vogel. Flip gibt zwei Zauber- und Feinkarten auf die Spielfeldseite des Besitzers zurück. Finde ich ganz cool. Heimlicher Vogel, auch ein Finsternis-Monster, aber halt der Effekt, den sollte jeder bekannt sein. Brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Schallraser. Den Effekt habe ich jetzt total vergessen, habe jetzt auch keinen Bock mehr, den durchzulesen. Kann halt irgendwas. Hier, ich mache mal hier, könnt ihr auf Pause drücken und dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Okay. Dann natürlich noch ein bisschen Kraft reinzukriegen. Hab ihn, Bruder. Dann die Zauberkarten. Einmal Tornado. Wenn der Gegner drei Karten auf dem Spielfeld hat, also in der Zauberfeinkartenzone, kannst du eine da zerstören. Ist eigentlich ganz praktisch. Dann ist ganz klar, steigende Luftströmung, einfach mal alle Windmonster ein bisschen aufzupuschen. Guildos, gefiederter Stift, wähle zwei Windmonster in deinem Friedhof, eine Karte auf der Spielfeld des Gegners. Die gewählten Karten werden ins Deck zurückgemischt und die gewählte Karte auf dem Spielfeld wird zerstört. Coolio. Folge dem Wind, einfach nur, weil es eine Ausrüstungszauberkarte für geflügelte Ungeheuerter ist. Doppelzyklon, eine Karte von auf deiner Seite und eine Karte von dem Gegner. Also mal, um schnell mal was loszuwerden, ganz praktisch. Heulender Wind, ein offenes Monster, das du kontrollierst, hält 1000 ATK extra. Also ganz praktisch, um einmal richtig schnell smashen zu können. Als Feinkarten haben wir einmal Sakuretsu-Rüstung, kennt jeder. Spiritische Windkunst, Mijabi. Ein Windmonster als Tribut, um eine Karte zurück ins Deck zu legen vom Gegner. Vermächtnis von Yatagarasu, kann halt nur eine Karte, ansonsten zwei, wenn der Gegner ein Spiritmonster hat. Versiegelungszeremonie Raiton, irgendwas halt. Hat halt mit Windmonster zu tun. Windsturm von Etaqua. Ändere die Kampfposition aller Monster. Finde ich eigentlich ganz cool. Icarus-Angriff ist ganz klar. Das muss man in einem Winddeck eigentlich mehrere Male drin haben, aber ich habe es jetzt nur einmal drin. Wilder Tornado. Wähle eine offene Zauber- und Feinkarte. In der Feinkartenzone störe sie. Der Beherrscher kann nochmal eine Karte legen. Und ist einfach so. Spiegelkraft, das ist einfach eine Nonplusultra in jedem Deck. Die muss einfach drin sein. Staubtornado, auch ganz gut. Und Gletscherspalt ist einfach nur drin, weil ich den Effekt eigentlich gar ganz interessant fand. Aber so wirklich bringt er eigentlich nicht wirklich was. Gut, ein heilloses Durcheinander. Und wir kommen jetzt mal direkt zum nächsten Deck. Und sinnloses Schnittbild zu Ende. Jetzt kommen wir zu meinem generellen Drachendeck, was jetzt auseinandergenommen worden ist, um halt mein anderes Deck zu verbessern. Das ist jetzt also Restkarten sozusagen übrig. Wir haben hier zweimal den Blizzard-Drachen, weil der Effekt halt, du kannst ein Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners finden, es kann halt nicht angreifen oder die Position ändern. Finde ich mega sweet. Zweimal halt. Leuchtsterndrache einfach nur, um ein bisschen Stärke reinzukriegen, genau wie den Schimmerdrachen, auch zweimal drinne. Ach, dreimal sogar. Schau an. Ich habe den sogar fünfmal drinne. Maskierter Drache finde ich deswegen gut, weil du halt dich wirklich schön verteidigen kannst. Du kannst viermal, also dreimal so und dann noch ein viertes Monster und dann hast du vier Runden nicht verteidigt oder vier Angriffe verteidigt. Finde ich super sweet. Der Vorhutdrache oder Vorhautdrache, wie ich ihn mal ganz gerne nenne, auch kein besonders schönen Effekt, es ist einfach nur da halt. Es ist einfach da. Der weiße Nachtdrache, Billigkopie vom weißen Drachen. Der hat auf jeden Fall schon mal einen coolen Effekt mit dabei. Ich kenne den jetzt leider nicht auswendig. Aber der ist auf jeden Fall nützlich, brauchbar. Kann man auf jeden Fall überall eigentlich spielen. Der Photonenlindwurm. Einfach mal alle gesetzten Karten zerstört, wenn er auf dem Spielfeld liegt. Vom Gegner natürlich. Dann den Drachentyrann.
diese Karte durch den Effekt einer anderen Karte. Ja, irgendwie sowas. Also er kann halt nicht durch Feinkarten, kann halt einfach mal zerstören, wenn er lustig ist. Flammenwellwache, einfach nur ein bisschen Verteidigung mit reinzubringen. Ich muss mal öfters mal in Spiegel, wollte ich gerade gucken. Alexandrie-Drache, 2000 ATK, kein Nebeneffekt, Hammer. Einfach Verteidigung wieder. Trugbilddrache muss sein, kann man in jedem Deck spielen. Also der ist eigentlich auch so eine Pflichtkarte eigentlich in jedem Deck. Natürlich der blauige weiße Drache einmal mindestens vertreten. Ein bisschen deppert. Ah, guck mal, habe ich sogar zweimal den Trugbilddrachen drin. Bewaffneter Beschützerdrache habe ich jetzt neu dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung, was der überhaupt kann. Ich kann mal ein bisschen höher halten. Offene Ausrüstungskarten, die du kontrollierst, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Diese Karte erhält 500 ATK für jede Ausrüstungskarte, mit dieser Karte ausgerüstet ist. Das heißt, er kriegt ihr wisst schon. Wattschwanzdrache, ein Monster nur opfern und dafür 2,5 ATK. Das ist sozusagen hier der Beauftragte der Dämonen. Kann man fast so sehen. Drache des Lichts und des Finsternis. Ganz cool. Um den Gegner ein bisschen zu stressen, aber auch leider euch ein bisschen zu stressen. Jedes Mal, wenn ein Effekt aktiviert wird, annulliert er den Effekt, aber verliert 500 ATK und Defense. Kann man mal so schnell spielen und danach halt wieder opfern. Lanzenlindwurm, auch wieder ein bisschen ATK halt reinzukriegen. Tigerdrache, ganz cool, falls diese Karte als Tribut beschworen wird, indem du ein Monster von Drache kannst zwei verdeckte Zauber- und Feinkarten zerstören eines Gegners, finde ich ganz sweet. Und priesterlicher Drache von Suitec. Musst du halt drei normale Drachen halt opfern. Du kannst aber dann halt ein Monster von deinem Friedhof verbannen, um dann eine Karte auf dem Spielfeld zu wählen und es zu zerstören. Das ist halt jetzt. Jo, eigentlich ja. Dann haben wir Sündenböcke. Wie gesagt, das sind so Restkarten, die ich noch hatte. Drachentaktik, einfach nur um zwei Monster vom Spielfeld, von Typ Drache, für ein anderes Monster von Typ Drache aus dem Deck zu rufen. Straylamp, um schnell mal ein bisschen Karten auf dem Spielfeld zu kriegen. Kraft der Magie natürlich, auch so eine Musskarte eigentlich. Stampfende Zerstörung, weil es zu Drachen halt passt. Aufschlag, auch so eine Musskarte. Spalt. Axt der Verzweiflung, einfach mal 1000 ATK extra. Gemeinsam sind wir stark. Für Drachen eigentlich sehr praktisch. Zauberkarten, jetzt kommen Feinkarten. Fallgrube. Albtraumrad, das sind so die Standard-Feinkarten, da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Magischer Zylinder, Entkräftungsschild. Burg der Drachenseelen ist halt ganz gut in einem Drachendeck, um einfach Monster vom Friedhof zu entfernen. Dafür kriegen die Monster einfach mal 700 ATK extra. Ruf der Gejagten auf jeden Fall zweimal drinne, weil ist so. Schattenzauber, Kuna mit Kette, Tölpel über Tölpeln und Drachenzorn, einfach nur um den Gegner ein bisschen zu stressen. Ja, das war das. Zweite Deck. Autschen. Und jetzt kommt wieder sinnloses Schnittbild. Schnittbild zu Ende. So, jetzt kommen wir zu meinem weißen Drachendeck. Das, wie gesagt, das war eigentlich mal komplett anders. Ich glaube, das habe ich sogar mal gezeigt. Haben wir jetzt natürlich hier dreimal den blauäugigen weißen Drachen. Sogar neu mit dieser Variante. Den muss ich einfach haben. Muss einfach sein. Dreimal weißer Drache in einem Drachendeck, ist klar. Dann natürlich Might mit den blauen Augen, um halt den schnell rufen zu können. Normalerweise auch dreimal, aber er hat halt jetzt so nicht ganz ins Deck gepasst. Daher nur zweimal in der Art und Weise. Der weiße Stein der Legende reicht, zweimal reicht er vollkommen eigentlich meiner Meinung nach für den hier. Man kann halt schöne Kombination halt mitmachen, das kann ich dann gleich erklären, wenn die Zauberkarte zu sehen ist. Dann natürlich wieder Alexandrie-Drache, auch zweimal, um halt nochmal ein bisschen, weil man jetzt schon so viele Monster halt hat, die nichts können, noch ein bisschen ATK im Angriff hinzukriegen. Himmlischer Drache Apokalypt hat jetzt nicht wirklich sonderlich gute Werte, aber einmal pro Spielzug, du kannst eine Karte abwerfen, um ein Monster von Typ Drache auf den Friedhof zu legen, füge eine gewählte Zier deiner Hand hinzu. Je nachdem, was du halt dann machst, das erkläre ich gleich, ist das eigentlich ganz praktisch, weil du kannst entweder einen weißen Drachen auf den Friedhof legen, um halt dort aus zu fusionieren oder halt auf die Hand zurückholen. Starker Winddrache, weil badass Motherfucker, das weiß jeder. Wenn er Monster von Typ Drache geopfert hat, kriegt er die Hälfte ATK als Angriffspunkte. Ja, nicht von Drache, normal. Entschuldigung. Was laber ich denn hier? Muss ein Monster opfern, kriegt er die Hälfte ATK extra. Und wenn ein Monster einen Verteidigungsmodus angreift, dann verliert er die Differenz zwischen seiner ATK und des Monsters des Gegners. Defense. Rotiger, finsterer Metalldrache. Einfach nur, weil er mega schnell aufs Spielfeld zu rufen ist und halt die ganzen anderen Monster schön specialen kann. Reiter der Sturmwinde, einfach nur weil Empfänger, Typ Drache, der hat halt noch einen anderen speziellen Effekt, der ist eigentlich dazu da, um ihn von der Hand auf den Friedhof zu werfen im Endeffekt. Für mehr ist eigentlich gar nicht gut. Rotäugiger Lindwurm, auch um ein bisschen ATK und natürlich um den Rotäugigen Finstern hier zu rufen.
Montagedrache. Punkt. Der Trugbilddrache, wie schon erklärt, in jedem Deck brauchbar. Jetzt kommen wir gleich mal zu einer Karte. Da haben wir noch was in meinem Mitdeck. So. Aufnahmefail. Dann mein Trugbild, ist ganz klar. Dann priesterlicher Drache Tefnoid, weil er sich auch ganz schnell specialen kann. Der kann auch in jedem Deck gespielt werden. Und das Herzstück dieses Decks kann man sozusagen sagen. Der Blue Eyes Shining Dragon halt. Dragon. Der Dragon. Junge. Der Dragon. Hier. Einfach weil er reingehört. Dann haben wir hier wieder die Standardzauberkarte aufschlagen. Dann haben wir schön Blitzeinschlag. Kunst der Beschwörung, um den meisten Drachen mal schnell auf die Hand zu holen. Drachenschreien, da komme ich jetzt zu dieser Kombination, die ich meinte. Man könnte jetzt einen Stein der weißen Legende halt, also einen weißen Drachen. Und, wenn man ein normales Monster von dem Drachen auf den Friedhof schmeißt, darf man noch ein Drachenmonster auf den Friedhof schmeißen, vom Deck aus. Und wenn er natürlich dann den weißen Stein der Legende auf den Friedhof schmeißt, kriegst du einen weißen Drachen direkt auf die Hand. Also ist mega sweet, diese Kombination eigentlich. Dann haben wir Mystischer Raumtaifun, auch eine Non-Plus-Ultra-Karte, die eigentlich ins Deck müsste. Aber bei mir eigentlich nicht so oft drin vorkommt, komischerweise. Ruf der Silbernen, ganz klar, um ein normales Monster auf dem Friedhof zurückzuholen. Drachenschild, das ist so eine hammergeile Zauberkarte, die muss man drinnen haben, verdammte Fickerei. Das Monster, ich zeig's einfach mal, rüste ein Monster von Typ Drache mit dieser Karte aus. Es kann weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Kein Spieler erhält Kampfschaden aus den Kämpfen mit dieser ausgerüsteten Monster. Das heißt, ihr könnt einfach mal einen weißen Stein der Legende rufen, das kann nicht zerstört werden. In Zahlungnahme, Monster der Stufe 8, ist klar, um einfach mal schnell Karten zu ziehen. Geschenk des weißen Elefanten, ein Monster-Effekt, Nicht-Effekt. Und hier haben wir die Karte, die ich meinte, wirf ein Empfängermonster von Drache mit 1000 oder weniger ATK. Dafür ist halt diese Dame gewesen halt. Einfach nur dafür. Spiegel des Drachen, wie ich meinte, damit man halt den weißen Drachen schnell auf den Friedhof kriegt, um ihn halt von da aus zu ritualisieren, will ich ganz sagen, fusionieren. Verräterische Schwerter. Drachenrunde in Zerstörung, weil weißes Drachendeck, das ist einfach so. Antike Regeln, um halt schneller rufen zu können. Feinkarten. Spiegelkraft. Muss man nicht viel zu sagen. Metallisch reflektierender Schleim, weil halt ziemlich wenig starke Monster und ziemlich wenig Verteidigung halt ist. Deswegen mal hier eine Feinkarte, um ein bisschen was rauszukriegen. Eisenschrottvogel. Vogel, Scheuche, Entschuldigung. Ja, weil ist. Sakuretsu-Rüstung, kennt jeder, auch eine Standard-Fallenkarte. Teuflische Kette habe ich vor kurzem erst entdeckt und ich finde sie mega sweet, also die kann man ruhig mal drin haben, um ein Effektmonster einfach mal kalt zu stellen. Ruf der Gejagten habe ich, ich dachte, ich hätte ihn dreimal drin. Habe ich zweimal drin. Weil du halt schnell den weißen Drachen halt auf dem Friedhof kriegst oder andere Karten auf dem Friedhof. Und natürlich magischer Zylinder. Jetzt ist das aber bei diesem Deck noch nicht fertig. Ich habe sogar diesmal hier ein extra Deck. Whoopie fucking du. Da natürlich hat man schon gesehen, den fünfköpfiger Drache oder den Fünfgötterdrachen, wie er normalerweise so schön heißt. Dann natürlich auch einmal den blauäugigen Ultimativen und dreimal den himmelblauäugigen Silbernen, weil Effekt mega sweet und es gehört einfach in einen weißen Drachendeck, weil er einfach aussieht wie ein fucking weißer Drache. Ja, das ist so jetzt meine drei Profile, die ich euch jetzt vorgestellt habe, und die nächste Person wird das gleich nach diesem sinnlosen Schnitt zeigen. Tschüss!